Diese Narren haben keine Vorstellung, welche Zauber sie hier kontrollieren. Ich habe auch keine Vorstellung bald mehr, wie ich diese Tiere da finden soll. Ich kann ja noch mal hier ganz runter gehen in die letzte Ecke. Aber ich glaube, da war ja auch nicht gewesen. Ja. Die hauen ja auch von mir ab. Deswegen. Mir ist ja auch nicht. Wenn solche Tiere füttern, wenn keine Tiere da sind. So. Wenigstens konnte ich ja noch ein bisschen was sammeln. Da. Ein bisschen Hase, der nur wieder wegrennt. Wie kann es auch anders sein? Ja, aber das mit den Tieren lasse ich jetzt mal am besten. Ich guck mal, habe ich eine andere Mission? Voller Blüte, soll ich mir so einen blöden Korb herstellen? Oh Gott, ey. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Olaf auf Level 10 auf Pferden, okay. Ist er noch gar nicht auf Level 10? Wie kommt das? Da ist er. Nee, ich will eigentlich mit dir quatschen. Hallo, gut. Ach, du bist Level 9. Lass uns abhängen. Du bist ernten. Das gefällt mir. Da habe ich nämlich eine Aufgabe für dich. Da habe ich eine Aufgabe. Ich bin schon... ich bin voll verflucht. Das muss ich erstmal loswerden. Bevor ich in die Aufgabe gehen kann. Ja, meine Nachbarn sind auch toll. Damals aus der alten Wohnung, als meine Junkies, Kiffer, Drogenabhängige, Alkoholiker, Kriminelle. Soll ich noch mehr ausholen? Das war nicht mehr schön gewesen. So. Gut. Dann haben wir ja diese Kisten jetzt hier, wie wir ja schon rausgefunden haben. Okay. So. Dann haben wir das hier. Nee, du bist eine Blume. Aber das kann dann da rein. So. Hier ist kein weiteres Gewürz. Dann hier die Eier. Und hier, das da. Okay. Das ist schon mal ganz gut. So. Dann haben wir hier noch. Genau. Genau, das kann da rein. Das Ingwer haben wir vergessen. Genau, drei fehlen noch, hatte ich ja gesagt. Dann haben wir das hier noch und die Muscheln kommen ja dann auch hier rein. Das kommt nach oben, das kommt nach oben. Meine Olaf muss jetzt ackern. Der muss jetzt wirklich ackern. So.
Meine nächste Aufgabe. Ja, der gibt mir die nächste Aufgabe erst mit Level 10. Und das werden wir jetzt hinbekommen. Gut. Und zwar mit Abernten. So. Wir fangen mal. Ach, was ist denn das hier für ein Scheiß? Ey, ehrlich. So. Ich brauche den Platz, um mich hier frei zu bewegen. Ich habe die Mist nämlich umsonst hier weggeräumt. So. Ey, Mann. Gut. Hier. Okay. Dann machen wir das. Wir sehen mal zumindest hier, was wir abernten. Manchmal hat es ja manchmal echt ewig gedauert. Weil überall Bäume im Weg waren und ich nicht mehr gesehen habe, was ich überhaupt geerntet und wo ich geerntet habe und was ich abgeerntet habe. Das war ja manchmal echt nicht mehr schön. So. Lieber Olaf, ich hoffe, du hilfst mir ganz gut. Alter, so. Sag mal, steckt da hinten fest oder was? So. Was haben wir hier? Ich muss erstmal einsammeln hier, also ehrlich. Der jagt mir alles auf einmal hier hin. So, da ist auch noch etwas. Ja, der ist so ein bisschen, ja, zeitverzögert, wa? Ich glaube, der hat so eine geistige Schwäche. Der kleine Schneemann. Gut, kann auch sein, dass bei ihm das Gehirn noch ein bisschen eingefroren und es deswegen länger braucht. Man weiß dann immer nicht, wa? Woran es dann tatsächlich liegt. So. Okay, das ist wieder zurück hier. Mann, ist das ein Weg. Olaf, ich wusste ja nicht, dass wir den noch, dass der, ich dachte, der war auf Level 10. Okay. Einsammeln. Wenn ich aber hier hinten bin, ja, fange ich wirklich an. Na? Ja, ich höre auf, wenn der Level 10 hat, dann habe ich, ja, dann habe ich zumindest einen Zoll erreicht. Den nächsten aufgelevelt. So. Nein, 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 nein. Mensch, nicht quatschen, arbeiten. Boah. Ja, der hat echt so eine Art lange Leitung, wa? So.
Jo, wacht er jetzt erst auf? Was ist mit denen los? Ich glaube, der hat noch gar nicht realisiert, dass er arbeiten muss. Sonst fordern die ja immer nur, jetzt müssen sie mal was machen. Da braucht das natürlich etwas länger. So, Mensch, wie lange braucht ihr denn bis Level 10? Das hat doch schon den größten Teil geschafft. Jetzt wird es aber ganz schön nebelig, warum auch immer. Na, ich hoffe, der ist bald auf Level 10. Genau, wollte schon sagen. Ich laufe hier durch und er macht nichts. Hier, da. Mensch. Zumindest werde ich nicht fertig durch das Abernten. Nur meine Finger fallen ja bald ab. Okay, dann lass uns mal schnell hier. Da hinten ist auch viel, boah, sehr viel sogar. Und hier, oh meine Güte. Zum Glück bleibt das alles so ein bisschen leuchten, dann sehe ich dann auch immer, wie viel so gemacht worden ist. Und wir können vor allen Dingen viel Stoff jetzt herstellen. Was am Anfang wirklich immer sehr lange gedauert hat, weil es einmal nicht da war, haben wir jetzt in Übermengen. Und Stoff wird nicht schlecht. Diese Baumwolle hält sich ja ewig. Wenn man sie verarbeitet und gut pflegt. So, Mensch, mach doch mal. Ja, einsammeln. Dann hoffe ich mal, dass du bald auch wieder mit 10 bist, weil ich möchte eigentlich mal Feierabend machen jetzt so für heute. Ich habe jetzt also schon eigentlich mit einer Dreiviertelstunde überzogen. Aber ich kann dann kurz mit dir quatschen, mal. Oh, Alter, geh doch mal vom Feld runter. Bist du blöd oder was? So. Boah, ey, wie lange braucht der? Kann man das noch beschleunigen? Ja, komm. Ein Diamanten, ein Topaz und ein Hauswurz. Komm mit. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt hier ewig abzubauen. Vielleicht habe ich alles da. Diamanten, Topaz und ein Hauswurz. Ein kleiner Hauswurz, genau. Was wolltest du nochmal? Komm doch mal rein, Alter. So. Eine rosa Hauswurz. Gut. Eine rosa Hauswurz. Hier. Okay. Diamanten und Topaz. Dann machen wir hier erstmal die Baumwolle rein. Ja.
Lehm auch. Hier das Holz. Hier die Erde. Genau. Diamanten. Okay, davon haben wir so viel. Aber war da auch der Topaz drin? Mhm. Okay, dann beschenken wir ihn mal und schau mal, ob es, ob das ausreicht oder nicht. Sollte aber eigentlich. So. Ja, komm. Nicht lange quatschen hier. Level 10 hat gereicht. Das ist schön. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hier abernten, nur um den auf Level 10 zu kriegen. Wenn ich alles da habe. Ja, wie kann ich helfen? Okay. Wie heißt die Mission? Hier. Stelle gegen Bühnenbilder. Der will immer mit seinen Bühnenbilder. Also der ist echt so fanatisch auf den Scheiß. Aber wir haben erstmal hier noch einiges geschafft. Und jetzt gehe ich erstmal speichern. Ganz brav aufs Spiel verlassen. Und wir sehen uns einmal in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.